schneiden wir ihnen den Geldvorrat ab. Jawohl. Das ist hier wirklich die einzige Methode, wie du den Gegner kriegst. Durch das Geld. Das ist noch schlimmer als bei Command & Conquer. Bei Command & Conquer funktioniert es natürlich auch, ist klar. Aber hier ist es noch ein Ticken effizienter. Haben wir ihn jetzt schon erwischt? Ehrlich? Das wäre es jetzt, wenn wir ihn jetzt schon in der Tasche hätten. Das heißt, der Dunkelrote ist der Schwierigere. Weil er halt deutlich mehr Einheiten hat. Und halt auch die Luftabwehr hatte durch den Verbündeten. Ihr werdet nicht mitkommen, ihr bleibt schön da. Der ist leer und du bleibst trotzdem da stehen. Also das ist ja auch ein bisschen dämlich von dir, ne? Wir gucken, wir beobachten mal den Turm. Wenn er sich weiterentwickelt über längere Zeit, dann wissen wir, dass er noch Geld hat. Wenn nicht, dann wissen wir, der Gegner ist pleite. Und das heißt, wir haben den einen von den beiden dann schon mal in der Tasche. Was richtig gut wäre. Jetzt wäre eine Bombe sehr gut. Bei dem, was da schon wieder kommt. Ja, der ist sowieso leer. Alles gut. Diese Präsenz, die er schon wieder an den Tag legt, ne? Jetzt wäre der Turm gut. Jetzt habe ich die Bombardierung. Jetzt hab ich die natürlich. Ihr seht es ja. Ich muss dem wirklich jeden Befehl einzeln geben. Ihr seht es ja. Die befolgen die Befehle nicht. Oder sie machen es nicht selber. Muss alles wirklich von der Pike auf den auferlegen. Alles. Das ist so nervig, dass sie von selbst nicht drauf kommen. Mensch, ich sollte vielleicht mal drauf schießen. Ja, toll. Das ist so nervig, dass du das alles selbst machen musst. Dass die KI, die Einheiten-KI nicht von selbst sagt, alles klar, ich muss da raufballern, fertig ist, los geht's. Nö, macht die KI nicht. Du musst wirklich alles von Hand selber machen. Das ist so nervig. Wie gesagt, bei Command & Conquer denken die Einheiten gewisserweise mit. Zumindest was das angeht. Sie denken nicht unbedingt so viel mit, aber sie denken immerhin mit. Der Turm muss wieder her. Alter Schwede. Also bisher hat sich der Automatikpanzer am besten bewährt. Ja, er ist pleite. Das heißt, von unten kommt keine Gefahr mehr. Sehr gut. Also den Gegner haben wir schon mal erledigt. Das ist sehr sexy. Und dann, damit haben wir dann zwei volle Ölfelder zur Verfügung. Das hier, es beunruhigt mich. Muss ich zugeben. Wir müssen warten. Wir müssen warten, bis wir die Bomben entsprechend verfügbar haben. Und da muss der Schlag auch sitzen. Ja, dann wollen wir mal. Ich überlege gerade, baue ich noch ein Kraftwerk? Macht, glaube ich, keinen Sinn, ne? Ich wundere mich sowieso, wo fahren die eigentlich ganz hin? Weil hier vorne ist doch ein Kraftwerk. Dann fahren, sollen sie doch dahin fahren. Der fährt auch dahin. Der kann doch dahin fahren. Verstehe ich nicht. Was das soll. Aber naja, gut. Jeder wie er mag, ne? Weil das, glaube ich, wäre schon ein guter Schlag. Aber dafür habe ich noch zu wenig Einheiten. Und unsere Armee unten hat leider so sehr auf die Fresse gekriegt, dass sie nicht mehr viel ausrichten können. Also der Dunkelrote ist noch eine echte Bedrohung. Wer der Normalrote, der Originalrote, der ist fertig. Da passiert nichts mehr. Hoppala. Das habe ich doch ein bisschen sehr leise gemacht. Also da passiert definitiv nichts mehr. Der Gegner ist fertig. Wie sieht das denn das Öl hier aus? Ja, ein bisschen was ist noch drin. Also unten brauchen wir nicht mehr so aufpassen. Es sei denn, er kriegt jetzt irgendwie rein zufälligerweise plötzlich Spawning-Einheiten. Dann wäre es was anderes, aber so. Haben wir den schon mal in der Tasche. Und die Luftabwehr ist auch geschwächt. Das heißt, unser Bomber müsste jetzt durchkommen, wenn wir da einen Luftschlag machen. Aber damit warte ich noch. Ich glaube, ich nehme mal die normalen Panzer raus. Melde mich doch nicht! Kacke! Wollen wir mal!
Wir machen eine Panzer-Automatik-Panzer-Heckenschützen-Kombination. Weil die Heckenschützen sind saugut. Kann man wirklich nicht sagen. Bei den Mutanten ist es dann entsprechend wahrscheinlich dann der Berserker. Den haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen. Also der mit dieser übergroßen Wumme. Und halt wahrscheinlich, weiß ich nicht, dieser große Käfer wahrscheinlich, weil der hat ja einen ordentlichen Streuradius. Und die Mammut hier, die Kriegsmammuts oder wie die heißen. Kriegsmammut, genau. Die sind auch noch ganz gut. Gut, wir haben schon mal zwei Plattformen. Was macht ihr denn da, Jungs? Jungs? Geht's euch gut? Okay. Die Jungs waren ein bisschen verbuggt. Kleines bisschen. Oh, jetzt merke ich gerade, jetzt wird es richtig warm. Ich habe nämlich extra Fenster zugemacht, damit keine Geräusche von außen dazukommen. In die Aufnahme. Das muss nämlich nicht sein. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. Ist aber auch ein Riesengeschoss von Gefährt, wa? Meine Fresse. Aber ihr seht ja, unsere Armee unten, die hat gereicht. Wir haben zwar den Großteil verloren, aber unsere Automatikpanzer haben sich bewährt. Ich finde es nur schade, dass die Fahrzeuge sich nicht reparieren, wenn sie rot sind. Oder zumindest sieht es nicht so aus, dass sie sich reparieren. Finde ich ein bisschen schade, weil ich hätte gedacht, es würde genauso funktionieren wie bei den Heldeninfanteristen, dass sie sich mit der Zeit automatisch heilen. Das war ja bei Command & Conquer zum Beispiel auch so, dass sie sich mit der Zeit automatisch repariert haben. Den brauchen wir nicht reparieren, der ist sowieso Schrott. Und leer gefegt, aber der hier kann mal repariert werden. Der kann mal eine kleine Reparatur ab. Nein. Mit der rechten Taste kann man es ja zum Glück abbrechen. Wie gesagt, ich halte mir die Bombe noch für den richtigen Augenblick zurück. Aber eine Basis ist auf jeden Fall schon mal fertig. Das ist schon mal gut. Es ist nur noch der Dunkelrote, der uns bedroht. Oh, mal sehen, wie lange noch. Wenn wir Glück haben, wird der erste Luftschlag so ein Volltreffer sein, dass er den Großteil seiner Truppen verliert. Wo willst du hin? Da ist direkt... Das ist genauso wie bei Command & Conquer, ne? Mit der Raffinerie. Der Sammler hat eine Raffinerie direkt in der Nähe. Nein, er steuert lieber die Raffinerie dahinter an. Das ist total bescheuert. Statt einfach zur nächsten Raffinerie zu fahren. Nein, ich fahre lieber 5000 Kilometer mehr. Weil ich krieg ja Kilometergeld dafür. Und ja. Super. Ich glaube nicht, dass diese Streitkräfte reichen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie reichen, aber ich versuche es gleich mal. Gegen den Dunkelroten. Mal gucken, vielleicht wird es ja eine echte Blitzmission. Das wäre mal was anderes. Zur Abwechslung. Nummeriert sind die nicht mehr, brauchen sie auch nicht, weil die haben eh alles unter Kontrolle gerade. Gut, der letzte Heckenschütze ist eingetroffen. Jawohl, dann speichern wir nochmal. Also momentan läuft es. Hätte ich diese Einheit mal vorher gehabt, dann wäre es für mich deutlich einfacher gewesen. Aber nein. Natürlich bekommt der Lars erstmal nicht mit, dass die Einheit da ist. Und zum Zweiten kommt sie dann viel zu spät. Wie es halt so oft so ist. Moment, hatte ich gespeichert? Speichere nochmal. So. Bombe. Rauf da. Er kommt von unten. Also es scheint wirklich sehr willkürlich zu sein, aber dieses Mal hat er da unten keine Luftabwehr gegen sich, weil die ja auch im Bau ist und nicht fertig wird. Ja! Der hat gesessen! Der hat gesessen! Und dann stellt sich heraus, das war nur ein Bruchteil. Aussieht. Erst die da. Genau, und dann den da. Genau, den da. Oh ja, das war wirklich nur ein Bruchteil. Scheiße. Wo macht er denn noch? Meine Fresse, hat der Truppen. Aber langsam geht der Fluss zu... von wegen, er greift meine Basis an. Feige Sau. Dass du denen das echt jedes Mal einzeln befehlen musst, ne? Es ist so nervig. Ehrlich.
Hinterher! Am besten zerlegt ihr erstmal das Scheißding da. Ja, ja. Guckt euch diese Masse an, die er hier hat. Oder immer noch. Wir haben ihn so einen großen Teil seiner Truppe aufgerieben. Das ist immer noch nicht genug. Ihr seht es ja. Diese Masse, die er hat. Immer noch. Statt den großen Käfer erstmal zu zerlegen, ne? Nö. Erstmal die ganzen nicht vorhandenen Kram da, der unwichtig ist. Einfach überrollen. Fertig. Oh, jetzt ist der Bomber einsatzbereit. Schön. Sehr schön. Jetzt das Kraftwerk direkt. Das tut ihnen am meisten weh. Jawohl. Das war das Kraftwerk. Er hat noch eins. Sehr gut. Erstmal die Abwehrstellung da. Ausschalten. Einmal daneben schießen. Jawohl. Leute, das könnte was werden, ne? Das könnte was werden, Leute. Ich komm schon mal dazu. Also die Panzer sind hier wirklich das schwächste Glied. Kann man nicht anders sagen. Jo, am besten direkt in Schmied. Sehr schön. Wunderbar. Ich sag ja, ich hätte das mal früher wissen sollen mit den Einheiten. Wir wären viel souveräner durchgekommen. Sehr schön. Wunderbar. Das reinste Elfmeterschießen hier. Sehr geil. Ich glaube, die gestrige Aufnahme mit Alex Flattermann hat mich sehr inspiriert. Alter! Es kann so einfach sein. Ich hab's mir letztes Mal unnötig schwerer gemacht. Und jetzt, ihr seht es ja, wir marschieren quasi durch. Der rote Spieler ist lahmgelegt, der dunkelrote, ja, so gut wie wahrscheinlich. Können ja mal gucken. Hat er hier noch irgendwas? Ja, hier ist ein Ölförderturm. Natürlich voll, ne? Ja, halb voll. Sind unsere Türme noch? Oh ja, das wird nicht mehr. Der? Ja, der hat noch ein bisschen. Immer die Ecke schon ansprechen. Sehr gut. So wie es aussieht, ist der dunkelrote schon mal erledigt. Da wird nichts mehr kommen. Ja, ich würde mal sagen, damit haben wir es so gut wie, wa? Die beiden Teams legen wir zusammen. Mensch, das wird eine kurze Aufnahme diesmal. Also dafür... Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, was so ein paar Einheiten alles ausmachen können. Ist halt wie, so ein bisschen doch wie bei Command & Conquer, ne? Sobald du die beste Einheit hast, dann läuft es. Aber vorher mit Ach und Krach immer. Weil der Rote, wie gesagt, der ist keine Gefahr. Den machen wir wahrscheinlich locker platt, sagt er. Und dann steht da eine riesige Armee. Kann passieren, ja? Wenn ich Pech habe... Aber die Aufnahme wird sehr kurz. Heute. Das heißt, meine Damen und Herren, beim nächsten Mal könnte es sein, dass wir dann tatsächlich mit den Mutanten beginnen. Die bleiben da alle stehen. Jo, das war der Turm. Sehr schön. Dann können sie jetzt da... Den Bohrturm, da ist noch einer. Eieieiei. Jo! Sehr schön. Den Ölwagen hier noch. Sehr schön. Und den Bohrturm.
Oh, ist das herrlich. Das kann so einfach sein manchmal, ne? Wenn man nicht so doof ist wie ich. Zumindest in dem Fall. Nee, da ist noch was drin. Hoppla, da ist noch was drin. So, ihr kommt auch noch mal runter. Das verstehe ich immer nicht, dass sie immer bei den Turm stehen, der schon leer ist. Und nicht zum nächsten fahren. Da muss ich sagen, da ist Command & Conquer tatsächlich einen Ticken besser davor. Weil sobald da ein Tiberiumfeld leer ist oder Erzfeld oder was auch immer, nennt es wie ihr wollt, dann fahren sie sofort zum nächsten. Da musst du nicht groß aufpassen. Also hier musst du tatsächlich mehr aufpassen als bei CNC. Eieieiei, ist das erfrischend. Herrlich. Ich glaube, das können wir schon mal verlegen. Ein Kugelhagel am Morgen. Vertreib Kummer und Sorgen. Mhm. Wieso kommst du nicht mit? Ja, ja. Ne, der Tankwagen nicht. Er darf gerne weiter sammeln. Nur ihr. Nur das Militär. Oh, ist das herrlich. Was? Irgendwo hier wird schon Och, Leute, was macht ihr? Nicht in den Freitod rennen. Idioten, was macht ihr denn da? Ich wundere mich schon, wieso feuert das auf einmal? Weil unsere Leute zu doof sind, vom Turm Abstand zu nehmen. Da ist doch bestimmt mit ihnen gebaut, der Turm. So, erledigt. Na? Ich will die alle haben, Mensch. Also die Wegfindungs-KI hier, die finde ich, die ist noch schlechter als bei Command & Conquer, ehrlich. Also... Die tun sich hier ja noch schwerer als bei CNC mit der Wegfindung. Schlimm ist das. Aber gut, so ist das nun mal. Kriege ich jetzt alle Einheiten erfasst? Jo, sieht so aus. Okay, Männer, vorwärts. Speicher nochmal. Glück 2. Macht sie fertig. Jawohl. Ein paar Abwehreinheiten hat er noch. Jo. Sehr schön. Kraftwerk ausschalten. Ist das geil, Freunde? Wir haben es gleich geschafft. Sehr geil. Sehr gut. Das Haupthaus zerlegen. Ach, guck mal, da ist auch noch eine Gatling Gun, siehste? Jawohl, das Haupthaus, sehr schön. Die eine Einheit hast du noch. Und die zerlegen wir dir auch noch. Sehr schön. Dann einmal das Kraftwerk. Sehr schön. Und die Bestienhütte hier noch, oder was das ist. Ja! 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 Jetzt erst kam die Einblendung, aber egal. Ja! Der Krieg von 2140 brachte einen Sieger hervor. Mit starker Entschlossenheit und Heldenmut wurden die Mutanten und ihre kleinen Mutantendörfer vernichtet und die rechtmäßige Ordnung wiederhergestellt. Die Überlebenden überlebten noch einmal und übernahmen die Erde, unser wahres Erbe. Mit Umsicht und Energie konnten wir dem Land seinen Ruhm und inneren Frieden wiedergeben. Und wieder einmal haben wir es besser gemacht als je zuvor. Es ist großartig, wieder hier zu sein.
Ja, sehr schön. Das war KKND. Kann ich das wegdrücken? Hallo? Kann ich das wegdrücken? Ja, irgendwie anscheinend nicht. Ja, das war's mit den Überlebenden. Ich lasse jetzt die Credits einfach mal laufen, weil es kann sein, dass wir die genauso wie das Intro, das kann man nämlich auch nicht wegdrücken. Oh, alter Schwede. Also die Kampagne insgesamt cool geschrieben auf jeden Fall. Die Cutscenes auch sehr cool. Auch die Texte an der rechten Seite, die ich leider in der Aufnahme selber nicht so beachtet habe, sind auch sehr lustig. Also da müsste man drauf achten, was da teilweise so steht. Das ist wirklich lustig. Ja. Aber was man teilweise wirklich sagen muss, also ich finde wirklich, dass es teilweise mit den Einheitenfluss des Gegners übertrieben wurde. Teilweise ja. Also es gab wirklich Missionen, da war es wirklich gut. Da kamen so ein paar Einheiten und dann war auch gut. Aber zum Beispiel die Mission 11 war das, glaube ich, mit der Festung. Das war, glaube ich, so ziemlich die schlimmste Mission, die ich mir hätte ausmalen können, wo wir wirklich eine komplette Aufnahme dran verbracht haben, um diese blöde Mission zu schaffen. Das war echt übel. Die Musik insgesamt war sehr cool, auch wenn es leider sehr wenig Liedstücke sind. Also ich meine, gefühlt nur 2, 3 Liedstücke wahrgenommen zu haben. Also nicht sehr viel, aber das ist okay. Ich finde, da kann man drüber hinwegsehen. Ich habe keine Bugs festgestellt, außer dass unsere Jungs da vorhin sich so ein bisschen gespraddelt haben. Aber ich glaube, das ist normal. Also keine Bugs. Also bugsicher im Grunde, was für 1997 nicht unbedingt selbstverständlich ist. Muss man ja wirklich sagen. Und gerade auch für heutige Zeiten, wo sehr buganfällige Spiele dabei sind. Die Einheiten, coole Designs, cool ausgelegt. Gerade jetzt momentan spreche ich nur von den überlebenden Einheiten. Also wenn ich die Mutanten fertig habe, erwähne ich dann entsprechend die Mutanteneinheiten. Aber ich kann auch hier schon sagen, die Mutanteneinheiten sehen wahnsinnig cool aus. Wahnsinnig coole Mischung. Dass da wirklich, obwohl ich mich frage, was da Mammuts zu suchen haben. Und ja, wundert euch nicht, das liegt an der CD, die lädt. Nicht, dass ihr euch wundert, dass die Credits so zwischendurch stocken. Das ist leider normal. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Was ich teilweise wirklich bisschen komisch finde, also das ist jetzt so ein Gemisch aus positiv und negativ. Der Basisbau, finde ich, bei den Überlebenden ist sehr simpel gestaltet. Also man muss wirklich nicht viel bauen. Man hat Kraftwerk, man hat der Vorposten, der gleichzeitig Gebäude baut und die als Kaserne herhält. Also zwei in einem quasi, sehr gut. Die Reparaturplattform, ja, sie repariert halt. Aber warum man die erforschen kann, habe ich nicht so wirklich verstanden. Vielleicht geht es ja darum, dass sie größere Fahrzeuge reparieren können. Ich weiß es nicht. Also diese Bot-Einheiten, die wir ja zwischenzeitlich hatten, die konnten wir tatsächlich gar nicht reparieren. So wie es aussah. Die kann man übrigens auch nicht produzieren, wie ich festgestellt habe. Die kann man nur finden. In dem Bunker. Dazu kommt dann noch, das ist dann auch noch so eine Geschichte, die Ölfelder. Also teilweise kam es mir echt so vor, dass unsere Ölfelder immer sehr knapp dargestellt waren, während die Ölfelder des Gegners vergleichsweise sehr großzügig dargestellt waren. Also die gegnerisch, die waren immer voll oder weitestgehend voll, während unsere weitestgehend fast leer waren. Das war dann nicht so schön. Jetzt sind die Credits tatsächlich auch schon durch. Da seht ihr mal, mein Gelaber geht länger als die Credits. Ist aber okay. Wie gesagt, beim nächsten Mal gehen wir dann die Mutanten an. Da bin ich sehr gespannt. Also das war jetzt tatsächlich mal wieder eine gute Aufnahme. Ich habe mich kaum aufgeregt heute mal. Ich war aber noch nicht fertig, weil ich wollte nämlich tatsächlich noch eingehen, was die Türme der Überlebenden angeht. Also der MG-Turm, der kostete 500. Das ist okay. Kann man mitarbeiten. Der Raketenturm kostet 1500, was für mich, also ich vergleiche ja immer so ein bisschen, das ist der Obelisk des Lichts. Wenn man dann mal die Effektivität zwischen Obelisk des Lichts und den Raketenturm vergleicht, ich glaube, da würde ich eher den Obelisk nehmen. Nicht, weil er der Bruderschaft angehört, sondern einfach, weil der Obelisk besser ist. Deutlich besser. Und da kann ich auch verstehen, dass er 1500 kostet. Da muss ich wirklich sagen, er kostet zu Recht 1500. Weil der wirklich gut ist, gerade gegen Fahrzeuge, weil er schafft es ja auch, solche Einheiten wie den Mammutpanzer zum Beispiel platt zu kriegen. Der Raketenturm schafft es zwar, in die Menge zu schießen und dadurch Einheiten mitzunehmen, ja, aber er knickt leider auch recht schnell ein. Ne? Und auch dieser 2500-Turm, ich kann nicht verstehen, warum der so teuer ist. Kann ich nicht verstehen, weil ich sehe nicht die Effizienz, die er angeblich dafür an den Tag legen soll. Aber gut, jeder wie er möchte.
Ja, Freunde, das war's mit den Überlebenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Heute, wie gesagt, mal ohne Rage. Insgesamt Selbstkritik an mich. Ich habe sehr viel geraged, ja. Ich habe mich auch teilweise dümmer angestellt, als ich hätte müssen. Weil teilweise habe ich einfach nicht alle Möglichkeiten in Erwägung gezogen. Das hätte ich machen sollen. Ich habe zu schnell nachgeguckt. Auch das, Eigenkritik, ne? Also ihr könnt mir auch gerne natürlich auch eure Meinung in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Aber das ist so mein Fazit. Ja, wie gesagt, das war der erste Teil von KKND mit den Überlebenden. Der zweite Teil ab morgen dann mit den Mutanten. Ich bin sehr gespannt. Liebe Freunde, ich wünsche euch... Achso, und die Cutscenes übrigens, die lade ich im Nachhinein auf meinem Zweitkanal wieder hoch. Ne? Also genauso wie bei Command & Conquer. Ich werde jetzt wahrscheinlich... Ich habe jetzt noch die letzten zwei Aufnahmen, die Rotdateien, die habe ich noch, damit ich die Cutscenes noch rausschneiden kann und separat auf den Zweitkanal hochladen kann. ViperFanLars91-Zockerbude, wo auch Tutorials vorhanden sind und halt Cutscenes von Command & Conquer und solche Geschichten. Ne? Also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, gerne. Ja, und des Weiteren bleibt mir dann nichts weiter mehr übrig, als mich bei euch zu bedanken fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, für die Treue trotz der schwierigen Phase teilweise. Sehr viel gemeckert, sehr viel rumgeschrien, aber wie gesagt, ich denke mal in dem Fall teilweise wirklich zu Unrecht, weil ich mich wirklich blöd angestellt habe, aber teilweise auch wirklich zu Recht, weil die Massen, wenn du das zum ersten Mal spielst, dann kommen dir solche Massen entgegen, schon gewaltig. Ach ja, und was ich vergessen habe, warum hat dieses Spiel keine Verkaufsoption? Also warum kannst du keine Gebäude verkaufen, wenn du die nicht brauchst? Weil ich habe es des Öfteren im Let's Play schon erwähnt. Command & Conquer kam 2 Jahre eher raus. 95 Tiberium-Konflikt, 96 glaube ich schon Alarmstufe Rot. Bei beiden ging die Verkaufsoption. Warum geht es hier nicht? Das wäre auch noch so eine Frage, die ich an die Entwickler stellen wollen würde. Aber gut, ist jetzt halt so, ne? Gut, Freunde, jetzt bin ich aber wirklich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wenn ihr mir es gucken werdet. Ich denke mal, es werden 2 Parts. Wünsche euch dann noch, wie gesagt, einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wenn ihr mir es gucken werdet. Und ich sage dann einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allem bleibt mir gewogen, bleibt oder werdet gesund. Und bis dahin, tschüss, Freunde.